Wir machen heute Brotsalat, aber nicht mit Brot, sondern mit Brezeln. Klingt gut. Na? Okay. Die werden geröstet, bisschen Olivenöl drauf. Bisschen Pfeffer, bisschen Thymian und das Ganze in den Ofen. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen 230 Grad. Du guckst bitte auch drauf, dass uns die nicht verbrennen. Sehr gut. Ich mache als erstes mal die Soße. Pfeffer. Kleine Prise Zucker. Und Salz. Einen weißen Balsamico. Und Olivenöl. Knoblauch. Sagen. Perfekt. Glück gehabt. Ein bisschen Räucherforelle habe ich hier noch. Ein bisschen frischen Thymian noch. Guck mal, ich habe hier Passionsfrucht, kennst du die? Worauf achtest du? Je verschrumpelter, desto reifer ist das Ganze. Gehen wir noch hier mit zu. Fertig. Brezeln unterheben und das war's. Am besten 5 Minuten stehen lassen, dass sich die Brezel so ein bisschen vollsaugt. Wie immer. Brotsalat, frisch aus Berlin. Vorzüglich. Du darfst natürlich probieren. Dankeschön. Dürfen zuerst.